Hallo und herzlich willkommen zurück zu Mountain Blade 2 Bannerlord mit der dritten Staffel und der nun 43. Folge, heute am 21.05.22 in der Vorproduktion. Das heißt natürlich auch gleichzeitig, dass das Update 1.7.3 zum Zeitpunkt der Aufnahme noch nicht rausgekommen ist. Ich rechne jetzt aber ehrlich gesagt jeden Tag damit, weil schon teilweise die Entwickler was angekündigt haben. Was genau es ist, darauf gehe ich dann ein, wenn das Update draußen ist. Bevor es aber losgeht, wie immer erstmal ein herzliches Dankeschön. Und zwar diesmal an Cliff Bomberg. Der Cliff Bomberg hat nämlich am 15.08.2021 ein öffentlich sichtbares Abo auf YouTube hinterlassen. Herzlichen Dank dafür, mein Lieber. Du warst Numero 561. Der Cliff verschwindet jetzt aber wieder. Und wir blicken hier auf unseren manchmal tapferen Herzog de Pus. Während er auf dem Thronsaal, also auf dem Thron im Thronsaal von der Festung Traktoria sitzt. Und um Traktoria selbst soll es heute gehen, ein klein wenig zumindest. Denn ich habe einen ganz, ganz schlauen Hinweis bekommen von Kasura Kasura. Kasura hat nämlich geschrieben in der Burgverwaltung bei der Sicherheit, das habe ich voll überlesen, da steht Versteck in der Nähe -2. Das heißt, wir haben also ein Versteck hier irgendwo in der Nähe von irgendwelchen Banditen, Räubern etc. Und das wiederum drückt die Sicherheit unserer Festung hier kräftig nach unten. Gleichzeitig hat der Rangler aber schon mal vor einer ganzen Weile einen Kommentar geschrieben, dass wenn ein Versteck in der Nähe ist, sollte ich mal die Dörfer abklappern, ob denn da eine Mission ist, das Versteck beseitigen zu sollen, zu müssen. Ihr wisst, was ich meine. Ich vermute mal, dass es jetzt das Versteck ist hier, obwohl es ziemlich weit entfernt ist. Eigentlich hätte ich gedacht, das Versteck wäre dann halt in der Nähe jetzt fällt mir das Wort nicht ein. In der Nähe des Einzugsbereichs der Festung, also sprich ungefähr so weit, wie die Dörfer der Festung sind. Das wären ja dann eigentlich die beide hier, oder? Nochmal schauen. Wo steht's? Traktoria und Gamadan. Genau, die zwei hier. Das heißt, ich werde gleich mal aufbrechen. Wir sind ja soweit schon wieder vorbereitet, dass wir Dinge tun können. Hier mal ein bisschen Looky-Cookie machen, ob wir da irgendwo ein Versteck finden. Und vielleicht auch gleich die Mission, hey, beseitige mal das Versteck. Und wenn nicht, dann muss ich halt das hier versuchen. Sind nur dummerweise Waldbanditen. Egal, schauen wir einfach mal. Habe ich jetzt noch irgendwas vergessen? Garnison? 70 Mann? Was eigentlich ganz okay ist, wie ich finde. Größtenteils kaiserliche. Gut. Truppe? Ach, der hat sich ja umorganisiert. Ich habe die Kavallerie nach oben gezogen diesmal. Obwohl ich gar nicht mehr weiß, warum. Und hier bei der Infanterie wollte ich ja dann so langsam, aber sicher mal ein bisschen auf Linienbrecher gehen. Wie ich aber gerade sehe, ist das noch nicht so der Renner, ne? Nee. Wie habe ich denn meine Truppenaufstellung jetzt umgeändert? Ich weiß das gar nicht mehr. 40, 40, 45. Okay. Hä? Ah doch, ich bin mehr auf Speere gegangen mittlerweile. Sollte ich das mal vielleicht irgendwie halb-halb versuchen? Oder irgendwie 25 Schilde und 20 Speere oder so in dem Dreh? Wäre auch eine Idee. Ja. Gut, machen wir. Raus! Ich laufe erstmal schnurgerade weg, rüber zum Dorf, um zu gucken, ob die eventuell gleich schon die Quest haben mit dem Versteck. Es passieren Dinge. Natürlich habe ich auch im Hinterkopf behalten, wir haben Silvind ja nun befreit. Ich sollte sie auch endlich mal wieder anquatschen, damit es mit der Romanze weitergeht. Achso, ja, sorry, ich wollte hier rein. Was hast du? Benötigt Werkzeuge? Nee, leider nicht. Autosave, alles klar. Gut, hier sehe ich schon, gibt es keine Mission. Ach ja, und warum suche ich jetzt nach der Mission selber? Einfach, weil ich da nochmal zusätzlichen Obolus bekomme fürs Erledigen des Verstecks. Nee, hier ist nichts. Vielleicht hier drüben. Unteri, was hast du vor? Belagerung in Aserai. Stimmt, wir hatten ja, ne? Da ist ja was passiert und so. Nee, ich sehe hier nichts. Schade. Na gut, dann wird es da oben das Versteck sein müssen. Ui! Ui! 5,8! Mist, ich bin zu langsam. Wie sieht's eigentlich mit meinen Pferden mittlerweile aus? Habe ich 130 Pferde? Ich glaube nämlich nicht, oder?
Nee, definitiv nicht. Ich brauche wieder mehr Pferde. Na! Mist. Die kriege ich jetzt nicht. Nee, die rennen weg. Ich will mal nur eben nach diesem blöden Versteck gucken. Ingalter hat eine Armee ausgerufen, alles klar. Warte mal. Wenn ich Glück habe, kriege ich die jetzt doch. Die sind mit 3,3 hier im Wald auf Berge. Nee, doch nicht, oder? Sind sie so blöd? Laufen nochmal zurück? Nee. Na gut, da muss es leider eben doch dieses dort oben sein. Was ich ehrlich gesagt nicht verstehe. Ach, hier geht's durch? Oh, okay. Was ich ehrlich gesagt nicht verstehe, weil das ist ja eigentlich ziemlich weit entfernt, das Versteck. Eigentlich. So, warten wir wieder bis zum Nachteinbruch. Und Angriff. Welche Leutchens nehme ich mit? Ich weiß es ehrlich gesagt selbst noch nicht. Es sind auf jeden Fall viele Schützen dabei. Wir können ja nur zu Fuß reingehen, also Kavallerie mitzunehmen macht jetzt nicht so viel Sinn. Das sind ja schon die höchsten, ne? Ja. Ich darf ja bis zu 10 Leute mitnehmen, inklusive mir. Versuche ich mal ein bisschen die Shit-Infanterie zu leveln. Und nehme dann noch 4 Armbrustschützen mit zum Gegenfeuer halten. Ja. Nein! That's it. So. Einen Schluck Kaffee nehmen. Sekunde. So. Weil der Vorteil unserer Armbrustschützen ist natürlich, dass sie ebenfalls einen Schildwall bilden können. Ich könnte jetzt sogar sagen, alle Schildwall. Theoretisch. Ohne dass sie schießen. In der Theorie. Muss ich jetzt mal gucken, wo sind denn hier schon welche? Auf jeden Fall da hinten war gerade einer zwischen den Bäumen. Da oben sind da auch gerne mal welche. Ja, sind auch. Gut, okay. Dann geht ihr wieder aus eurer Formation raus und erstmal da hoch. Erstmal da hoch. Achso, da ist Kartengrenze. Hallo? Nee, alle bitte. Ach Mensch, jetzt sind die wieder. Ach Mann, erstmal wieder reinkommen ins Spiel hier. Ah, geht doch. Nee, Moment mal, das sind ja noch Armbrustschützen ohne Schild. Nein. Okay, dann müsst ihr euch auf jeden Fall aufteilen. Sehen wir hier schon jemanden? Noch nicht, ne? Okay, Infanterie kommt mal vor. Armbrustschützen hier hinter. Wie viele Gegner sind es denn? 15. Wir müssen halt schon irgendwie nach Möglichkeit dafür sorgen, dass sie uns wahrscheinlich sehen. Hier stehen mindestens 3. Ich glaube, da sitzt noch ein 4. und ein 5. Okay, also es wird ein bisschen Mosche. Geben wir jetzt hier ein bisschen Moschparty. Kommt ihr mal dahin mit Schildwall. Und die Armbrustschützen. Mehr oder weniger hier so hin. Ja, immer noch kein Feuer frei. Noch haben sie uns nicht gesehen. Schild versteht. Alles klar. Ich habe ein gutes Schussfeld. Hab ich. Ja, ja, doch, passt. Dann Feuer frei. Nein, der war zu hoch. Erledigt sie, Männer. Ey, sag mal, jetzt habe ich wieder kein Aim, wa? Jetzt aber hier. Geht doch. Jetzt sind sie auf jeden Fall getriggert. Nein, daneben. Ja, die Schilde machen ihren Job. Sehr schön. Okay, es sind ein paar mehr als 5 Leute. Aber nur ein paar. Komm, halt da steht davon. Ah, sorry. Au. Oh, voll verrissen. Moment. Freundchen, so haben wir nicht hier, ne? Danke. Eieieiei. Das gibt jetzt ganz schön auf die Klappe hier. Oh, hat er sich echt in dem Moment bewegt, der Sack? Okay. Infanterie und... Ach komm, hier alle. Charge. Zack. Der ist schon down. Gut. Alle hier hin. Und ihr Feuer wieder einstellen. Erstmal wieder reinkommen ins Spiel, ey.
Da drüben müssten die nächsten sein. Wie viele haben wir jetzt noch? Noch 5. Wow, okay. Ich habe erstmal den ganzen Pulk hier auf Einschlag erledigt. Wunderbar. Habe ich schon Verluste erlitten? Ein Verwundeter tatsächlich, ein Fußsoldat. Na gut. Also hier sind auf jeden Fall 2 als Patrouille. Ja. Sollten wir aber schaffen. Infanterie bitte hier vorne. Achso, macht erstmal wieder euren Schildwall raus. Da kommt erstmal hier hin. Armbrustschützen kommen auch erstmal hier hin. Warten wir mal kurz auf die Jungs und Mädels. Leute, ich sehe gerade mein Pferdeschwanz oben auf dem Helm ist jetzt rot gefärbt worden. Durch das Blut. Ist mir noch nie aufgefallen vorher. Aber schönes Detail. So, am Lager sitzt auf jeden Fall noch ein Dritter mindestens. Wenn nicht sogar noch ein Vierter irgendwo. Ich glaube, hinten im Zelt ist ein Vierter. Könnte aber auch täuschen. Ihr seid da? Finde ich gut. Ihr macht wieder einen Wall rein. Aber stellt euch so, dass ihr nicht in die Seite geschossen werdet. Dass euch nicht in die Seite geschossen wird. So. Und ihr bitte in einer Reihe dahinter mit leicht erhöhter Position. Passt? Passt. Feuer frei, Jungs. Hätte er vielleicht vorher nachladen sollen? Nein! Jetzt aber hier. Oh ja! Ach Mann, Junge! Sorry! Mehr Verluste durch Eigenbeschuss. Die da hinten sind ein bisschen festgebackt, wa? Okay. Einen hat's erledigt. Sehr schön. Ah, zu kurz. Jawoll, ey. Heute habe ich aber Kopfschüsse drauf, wenn ich mal treffe. Alles klar. Ich nehme schon mal die Axt. Nee, ich nehme das Schwert fürs Duell. Und gehe selbst hier hinter noch ein bisschen in Deckung. Wie war ducken? Moment. Y. Na komm schon, Jungs. Die kriegt er ja wohl noch, oder? Moment. Uns hat's einen Armbrustschützen zerlegt. Wie unhöflich! So, steh wieder auf. Genau, immer fest und oft da. Ja, jetzt kommt dann der Anführer. Oh, sind das noch viele. Eigentlich ja schon echt schön, sag ich mal. Da könnte man schön jetzt sagen, nö, wir kämpfen gegen euch alle, theoretisch, um die gefangen zu nehmen, um sie wiederum später zu rekrutieren für die Garnison. Oder später sogar mal eine ganze Armee. Ja, wir machen es unter 4 Augen. Ja, den Schild solltest du auch benutzen, Kumpel. Dann halt nicht. Ja, ich weiß, wir haben gewonnen. Hat er nicht automatisch beendet. Okay. Gut, nur verwundet, sehr schön, keine Tode. 100% der Beute, logischerweise. Oh, ein bisschen Einfluss und Ruhm bekommen. Moral ist auch nochmal angestiegen. Sehr schön. Hoi. Hoi. Die haben sich alle ergeben. Nehmen wir. Weil, wie gesagt, aus denen kann man später Fianz machen. So, was haben wir hier feinet? Auf jeden Fall wieder gut was zu essen und ein bisschen Ton zum Verkaufen. Okay. Keine Pferde, logischerweise. Gut, rüstungsmäßig, denke ich mal, brauche ich nicht gucken, aber bogenmäßig könnte man mal einen Blick drauf werfen. Ah, schon mal einer gucken, war doch schon eine vehemente Verbesserung. Ja, eine ganz eindeutige Verbesserung. Ist zwar zerbrochen, funzt aber noch, viel Spaß damit. Ach ja, eigentlich habe ich ja die für ihn noch reserviert, stimmt. Ich erinnere mich. Die sind zersplittert, aber gestapelt, ja. Na gut, wir haben aber noch einen Bogenschützen. Der hat aber schon eine bessere, wa? Ja, hat schon eine bessere. Ach, er könnte den Langbogen nehmen, aber... Ach nee, der ist zu Pferd nicht möglich. Stimmt, der ist zu Pferd nicht möglich. Nee, nehmen wir die Sachen so. Waffen hatten sie keine großartig. Also Nahkampfwaffen. Wunderbärchen. Beziehung verbessert. Beziehung zu nahegelegenen Einwohnern verbessert. Und jetzt schauen wir mal in unsere Burg. Lehen. Traktoria. Sicherheit. Jetzt sind wir bei plus 2,16 am Tag. Wunderbärchen.
Wunderbärchen. Wie sieht's im Allgemeinen aus? Garnison plus 1, aber es wächst nicht mehr viel hier, ne? Woran könnte das jetzt noch liegen? Die Sicherheit ist hier zu niedrig. Hier wiederum sagt er, Sicherheit ist so niedrig, weil der Drift wieder ins Minus geht, was ein bisschen blöd ist, aber okay. Aber der Wohlstand auch zu niedrig ist. Der Wohlstand wiederum gibt mir keine Infos. Ist plus minus 0. In Abkoma. Okay. Hatte ich jetzt eigentlich noch Gefangene hier drin? Muss ich mal schauen. Ich glaube, die Gefangenen, die ich jetzt dabei habe, die lasse ich erstmal kurz als Gefangene. Rekrutiere die nach und nach raus und gebe sie der Festung. Dazu wiederum brauche ich erstmal Platz, wie mir einfällt. Obwohl, nee. Ich kann die einfach so lange mit mir führen, bis sie halt bereit sind, rekrutiert zu werden. Apropos, ich habe Armbrustschützen geskillt. Erhöht die Moral jeder 1- bis 3-stufigen Truppen um 10%, was schon heftig ist. Reduziert den Unterhalt von Fernkampftruppen in der regierten Garnison, wenn ich dort vor Ort rumstehe. Oder alternativ, deine Fernkampftruppen erhalten täglich 2 XP. Okay, ja, gut. Als Gruppenleiter in dem Fall. Die Fernkämpfer in der Garnison von regierten Siedlungen bieten 30% mehr Sicherheit. Oh! Damit kann ich zwischenzeitlich den Sicherheitsdrift einfach mal nach oben schrauben, wenn ich ein bisschen heilen möchte. Oder einfach mal so ein bisschen rumstehe und ein bisschen das nach oben pushen möchte. Nice. Okay. So, trotzdem hatte ich jetzt hier noch Gefangene drin. Ach du heilige Ja. Okay. Die müssen erstmal verkaufen gehen. Auf jeden Fall hier 39 Milizen, 36 Milizen, das wird alles verkauft. Zack, zack. Kann ich noch 5 weitere mitnehmen, sturischer Soldat. Bei den Kaiserlichen bin ich mir ehrlich gesagt unsicher, ob ich die nicht doch auch nachträglich rausrekrutieren soll. Reguläre Kaiserliche, Kavallerie wird verkauft. Und hier haben wir ja dann die Batanischen. Oder zukünftige Batanischen. Heieieieiei. Komm, hier Rekruten braucht man nicht. Ja, hier sind sogar die Wieglers dabei, okay. Die bringen eigentlich auch ein gutes Sümmchen. Oh, ich habe zu viele. Schlecht. Dann lege ich den einen Kavallerist nochmal weg. Gehen wir erstmal verkaufen, alter Schwede. Unterie, alles gut und schön. Achso, habe ich eigentlich Geld in die Verwaltung gelegt? Nö, sollte ich mal machen. Ach nee, Quatsch, brauche ich gar nicht. Wir bauen ja gerade nichts. Ich will ja gerade erstmal die ganzen Werte hier nach oben pushen. Stimmt. Ich will ja erstmal die Werte hochpushen. Das dauert hier noch ein Weilchen. Naja. Aber gut. Okay, passt. Dann gehe ich mal kurz aus Sargot und dann gucke ich mal, wo Sylvan sich gerade rumtreibt. Keine Sorge, wir werden uns natürlich noch um den Krieg mit den Aserei kümmern. Aber erstmal lasse ich die KI machen. Wir haben auch mal andere Sachen zu tun, nicht immer bloß die Kriege der anderen zu führen. So, Taverne und Tausi, warum nicht? Armee von Wilderern wäre nochmal dabei, okay. Rivalisierende Bande wäre auch dabei, auch sehr interessant eigentlich, ja. Ehrlich gesagt hatte ich ja doch ein bisschen drauf gehofft, dass Sargot in dem 14-Stunden-Stream doch erobert wird und ich es aber zurückerobere und behalten darf. Das ist dann schon mächtig, wenn ich dann hier Festung und Stadt in der unmittelbaren Umgebung habe, beziehungsweise hier Festung und Stadt. Aber gut, hätte Fahrradkette. Wir haben noch Ton zu verkaufen, was wir erobert haben. Und bei Pferde musste ich nochmal reingucken, genau. Es sind zu wenige, es sind einfach zu wenige. Ich brauche 130 normale Reitpferde und die Kriegsrösser dann für unsere Leutchens. Wüstenpferd ist... auch zu teuer eigentlich. Nee, ist alles zu teuer hier im Moment. Ach, ich Depp. Ich hab doch jetzt den Perk, dass die Leute aufsteigen. Ah, voll verpeilt. Wenn ich die Rüstung liegen lasse. Na gut, okay. Aber die Sachen können auf jeden Fall raus. Und hier habe ich bloß wieder Schmiedematerial. Ja. Na gut. Raus damit. Rekruten. Brauche ich da irgendwas? Eigentlich nicht, ne? Obwohl doch.
einem blondianischen Rekruten. Ich bin immer noch so irritiert, dass die ganzen Icons hier verändert sind von den Leuten. Ich weiß nicht, woran das liegt. Es gab nur einen Mini-Patch kurz vorher und man weiß nicht, woran es liegt. Also es stand nichts drin. So, hier ist eigentlich niemand zum Rekrutieren. Hier sind bloß Leute zum Aufleveln. Hier wollte ich ja halb-halb machen. Und hier alle oben drauf, damit sich das mal ein bisschen zusammenstaucht hier in der Liste. Oh, falsch rumsortiert hier. Der spinnt ja, der Vergangenheitsrobin. Der spinnt einfach. So. Silvent. Wo ist sie denn? Nee, nicht Truppen. Home. Helden. Silvent. Ach, sie ist gerade in Sargot? Ja, moin. Nein, falsch geklickt. Mist, sorry. Gut, Sargot so an sich kennen wir ja schon. Brauchen wir sie sich nicht mal anzugucken. Ich wollte eigentlich in den Burgfried. Da steht sie tatsächlich. Gut, da gehe ich jetzt aber direkt in den Saal der Lords. Kamera. Ist sie hier? Nee, das ist Alice. Ist sie oben? Ich sehe sie gerade hier nicht. Hier werden keine Namen eingeblendet. Ah ja, oben sind noch drei Leute. Alles klar. Ich bin auch gespannt, wann das dazu kommt, dass man zum Beispiel mit der Frau des Lords der Burg redet. Ob man ihr einen Gefallen tun kann, was wiederum dann das Ansehen bei ihrem Mann steigert. Silvent, Hallöchen. Ich freue mich so sehr, euch zu sehen. Ja, nachdem ich dich befreit habe, verständlich. also ich bin froh, dass wir die Möglichkeit haben, etwas Zeit miteinander zu verbringen. Ich bin so gespannt. Ja, es ist gut, die Chance zu haben, sich gegenseitig kennenzulernen. So, ich habe gehört, dass ihr ein bisschen durch die Gegend gereist seid. Bisschen? Zweifellos habt ihr viele seltsame und schreckliche Dinge gesehen. Vielleicht habt ihr ein paar seltsame und schreckliche Dinge getan. Erzählt mir ein bisschen über eure Reise und ich verspreche nicht, schockiert zu sein. Ja, okay, 90% nach der Auswahl wird die Option Überzeugungsversuch in die nächste Phase gehen. Okay, 90% klingt schon mal sehr vielversprechend, ne? Ich habe das Glück, in einer Zeit zu leben, in der sich ein galanter Krieger einen Namen für sich selbst machen kann. Führung, Tapferkeit, Gnade und Berechnung. Wagemutig, berechnend. Aha, da haben wir dann die Gemeinsamkeit. Grausam. Okay, wagemutig ist tapfer. Okay, also zwei Gemeinsamkeiten, machen wir. Unwirksam! Nein! Das glaube ich nicht. Warum? Okay, wir kriegen aber noch eine Chance. Zwischen euren Anhängern, euren Rivalen und euren Feinden müsst ihr eine Menge interessanter Leute getroffen haben. Ich fühle mich einfach geehrt, an der Seite von Genossen gekämpft zu haben, die sich nichts dabei gedacht haben, ihr Blut zu vergießen, um mich am Leben zu erhalten. Charisma, Großzügigkeit, Tapferkeit und Ehre. Bitte? Erfolg. Sehr schön. Next, please. Ich verstehe. Einige Leute sagen, dass ihr es weit bringen würdet. Nehmen wir an, ihr würdet euch auf einer Machtposition wiederfinden. Was würdet ihr tun? Tue ich schon. Ich verwalte meine Burgen. Ich glaube, Großzügigkeit ist nicht so ein Thema, was ihr gefällt, weil sie selbst ist ja eher grausam. Momentan zumindest noch. Aber ich habe jetzt bei den zwei erfolgsversprechendsten Optionen habe ich jeweils die Großzügigkeit drin. Aber hier ist ja Gnade drin. Ach ja, auch. Ei, aber hier ist Tapferkeit und Charisma. Und das Berechnung und Charisma. Hey, schwere war der Qual. Banditentum und Berechnung? Nee. Ich werde dafür sorgen, dass diejenigen, die den Hals für mich riskiert haben, die für mich geschwitzt und geblutet haben, das bekommen, was ihnen zusteht. Ja. Nein, was? Ey, die ist aber kompliziert, die Frau. Am Ende glaube ich nicht, dass wir so viel Gemeinsamkeiten haben. Das werden wir noch sehen, Fräulein. Das werden wir noch sehen. Ich komme wieder. Und bis dahin hoffentlich mit einem höheren Charisma-Skill, ne? Ist schon eine Weile her. Alari. Der Turniersieg in Pravent. Nun, Glück spielt bei solchen Dingen immer eine Rolle. Das ist sicher. Puh, hab dich vermöbelt, du Sack. Nee, okay. Keine Mission? Na gut.
Generell ist es vielleicht auch mal langsam angebracht, vielleicht ein, zwei Missionen für Lords zu machen. Und nicht immer nur hier für die, obwohl ich das auch schon eine Weile habe schleifen lassen. Achso, in der Taverne saß jetzt auch niemand? Nee, okay. Okay, okay, okay. Inkatas Armee, gut und schön. Was wollte ich nochmal in Abkoma gucken? Achso, wegen Bautfortschritte und so, genau. Gucken wir mal in Abkoma nach, was da so abgeht. Mist, da wäre ein Lord mit Mission gewesen. Den habe ich übersehen. Boah, der Mod ist richtig mächtig am Skillen hier. Ich selber auch. Sehr gut. Burgverwaltung, wie sieht's denn hier aus momentan? Oh ja, ihr braucht wieder ein bisschen Knete. Und in 5 Tagen sind die Kornspeicher fertig, was schon mal sehr gut ist. Danach ist in Auftrag gegeben, die Milizgelände zu bauen, was wiederum mehr Milizen bringt. Ob ich das brauche, ist die andere Frage. Das hier ist ja wieder nur Moral und nicht Loyalität. Bonus auf Steuern, Übungsfelder bringt Garnisonstruppen weiter nach oben. Ja, wir haben überall ein leichtes Plus, aber eben nur leicht. Ich finde es witzig, dass sie die Bauern, die hierher kommen als Miliz, dass sie die vorher aufteilen. Hier mal einen Arm ab, da ein Bein ab, damit halt 0,69 am Tag hier ankommen. Aber gut. Nahrung wächst, okay. Ist auch schon auf Maximum, ja. Ich überlege gerade, was ich noch machen könnte, was Sinn ergäbe. Das hier bringt dann in Anführungsstrichen wieder nur Nahrung. Weil wir haben eigentlich so an sich, die Grundgebäude sind gut ausgebaut. Mauern ausbauen, das ist doch mal eine Option. Hier kriegen wir ja 20 jeweils rein am Tag. Ja. Mauern als nächstes. Ich würde gerne hier einfach sagen, dass er das wegmachen soll. Ah, so geht das. Okay. Ja. Und dann kriegt er auch wieder ein bisschen Knete. War wie viel? War erstmal 10er. So. 250 am Tag, wissen wir ja. Wohlstand. Wie sieht's hier aus mit Wohlstand? Plus minus 0. Immer noch. Na gut. Passt aber. Hier könnte ich den Wohlstand nochmal anheben, theoretisch. Die Miliz. Dorfwachstum. Okay, passt. Löpp, würde ich sagen. Haben wir hier noch Gefangene? Ach du Heilige, ja. Ach du Heilige. Kavallerie rausziehen. Kavallerie rausziehen. Auf jeden Fall mal die Kavallerie verkaufen gehen, die Wächter verkaufen gehen, Rekruten, Wiegler-Rekruten wiederum würde ich eher weniger verkaufen wollen. Obwohl, eigentlich doch, weil die wiederum werden doch dann zur Kavallerie, wa? Ja, stimmt. Ist ja die kaiserliche Elite, aber wir sind ja Vlandianer. Okay. Sind schon mal 12, mein. Hier, Freiwillige. Obwohl, die kann ich ja in die Garnison reinstopfen, theoretisch. Söldner, weg. Die sind zu teuer für eine Garnison. Sag mal, alles genauer durchgucken. Ach du Heilige. Milizen 30. Und nochmal 16 Bogenschützen-Milizen. Die braucht man nicht in die Garnison stopfen. Wie ich finde. Alles klar. Verlassen. Okay, Abkoma hat eine Mission. Die unten gibt es auch. Oh, Alter, sind hier viele Plünderer auch wieder unterwegs. Und sie plündern mein Dorf. Ihr dreckige Schüfte. So. Jetzt gibt's Gemosche. Jetzt für mich für dumm nix da. Ich will euch nicht rekrutieren. Jetzt gibt's auf die Klappe. Naja, haben wir wenigstens eine, in Anführungsstrichen, Schlacht gehabt hier in der Folge heute. Meine Infanterie will ich erst gehen, ne? Das heißt, ich werde den Armbrustschützen sagen, dass sie die Waffen stecken lassen sollen. Und euch werde ich sagen, dass ihr da vorne hingehen sollt. Und dann schließe ich mich den Jungs dann da mal an. Hier mir nach. So, wo ist der Feind? Da hinten. Ach komm, ich nehme das Schwert. Oder? Nee, ich nehme die Axt. Seid ihr auch alle brav hinter mir?
Ja, ihr seid ein bisschen langsam. Naja. Oh, ich sehe gerade, ich hatte übersprungene Frames. Was denn da los? Hoppla. Ich hoffe, es hat nicht geleckt im Video. Ich sehe gerade, meine Auslastung ist erstaunlich hoch. Okay, ich glaube, ich werde nach der Folge mal ein bisschen was rumjustieren. So, Jungs, viel Spaß. Was bist du hier? Hau ab. Geh weg. Hau ab, hab ich gesagt. Geht doch. Und du auch noch hier. So. Ja, immer fest drauf da und nochmal. So ist fein. So macht das richtig. Oh ja, bisschen aufgelevelt haben sie. Immerhin. 10 Plünderer. Passen die gerade noch rein? Ja. Weg ihr schon mal gerade gefangene Verkofen hier. Gut, die Bauern lassen wir frei und die Rekruten. Fisch nehme ich mit. Den Rest lasse ich liegen für 455 Erfahrungspunkte. Obwohl, den Spielerhammer, den nehme ich noch mit. Und die Spitzhacke. Das gibt nämlich Eisen. Timer sei ruhig. Timer sei ruhig, hat gesagt. Danke. So, auf nach Sargot schnell verkaufen gehen. Mal wieder ein bisschen Ordnung in unsere Festungen bringen hier, damit dann auch da dementsprechend die Wirtschaft nochmal weiter florieren kann. Wie wir hier ja schon sehen können. Ist weniger geworden, es war schon mal mehr. So, Taverne, 1300, wunderbar. Handel. Nahrungsmäßig sieht es eigentlich ganz gut aus, ne? Ja, ich könnte auch allgemein mal wieder ein bisschen Handel treiben. Oh, meine Oliven. Die sind fast alle. So. Und Weintrauben ebenfalls. Und die sind relativ günstig hier. Gibt es woanders noch günstiger, ich weiß, aber wir haben gerade einen guten Preis. Einen fairen Preis hier. Eisenerz gibt es hier auch für 14 und Flachs. Okay. Jakulan und Garland. Allein schon, weil ich gerne mal die anderen Handelsgerüchte sehen wollen würde, macht Sinn, mehr zu scalen hier in dem Fall. Gib mir mal 50. So. Das Eisenerz, glaube ich, komplett sogar. Ja. So, nun kann ich das sogar noch verarbeiten. Jupp. Keramik wäre auch ein Garland gut. Ja, dann bist du nochmal 30 mit. Leinen. Sagt er mir, ist allgemein nur ein fairer Preis. Kasi ist zu weit weg. Jakulan, ja. Sind zu wenig Lederdinger hier, finde ich. Gut, ihr Lieben. Machen wir uns das nächste Mal auf den Weg nach Garland. Gucken wir uns da noch ein bisschen um. Ein bisschen Zeit muss ich jetzt einfach mal verstreichen lassen, bevor ich Silvin wieder anquatschen kann. Und zwischenzeitlich werden wir dann auch uns hier zum Beispiel Ingaltar anschließen. Je nachdem, ich sehe gerade zwei Armeen sind hier. Vielleicht brauchen sie diesmal noch nicht mal meine Unterstützung. Schauen wir einfach mal. Ich hoffe auf jeden Fall, dass es euch gefallen hat. Und wenn ihr mehr sehen wollt, schaut einfach morgen wieder rein. Ciao.